Leute, zu einem neuen Video auf Mizumatsu YT. In diesem Video möchte ich euch sehr gerne zeigen, was es so Neues in meiner Citybuild-Welt gibt. Es gibt einige neue Sachen, die vielleicht etwas ziemlich Kleines sein könnten, aber auch etwas Größeres. Und zwar diese Regeln hier, das ist eigentlich... An sich denkt man sich, okay, Regeln, gut, stehen da halt. Drückt man drauf und bekommt man Regeln im Chat geschrieben. Das ist aber nicht so einfach, wie man denkt. Hier, schaut mal. Also hier seht ihr halt, hey, du scheinst dich für die Regeln zu interessieren. Lies sie dir sorgfältig durch, das ist wichtig. Nicht hacken, nicht außerhalb der PvP-Arena schlagen. Nicht griefen, nicht scammen, nur ein GS haben. Danke fürs Lesen. Aber, seit wann kann man denn in Minecraft mehrere Zeilen schreiben? Und das ist nämlich das Spannende hier dran. Ich habe hier diese ganzen Command-Blöcke halt. Und das Ganze hier funktioniert mit dem /tell-raw-Befehl. Das ist ein etwas komplizierterer Befehl, den kann ich auch in meinem nächsten Video oder in meinem übernächsten Video vorstellen. Dann wollte ich heute euch auch nochmal zeigen, was es sonst noch so Neues gibt. Das Jump and Run hier zum Beispiel ist neu. Das gab es vorher noch nicht. Hier kann man so ein bisschen so hier drauf springen. Ups, jetzt bin ich runtergefallen. Ja gut, man kann halt hier so hier hoch. Und wenn man das dann geschafft hat, also wenn man hier oben drauf landet, dann bekommt man Emeralds als Gewinn. Also da steht halt herzlichen Glückwunsch, man bekommt Emeralds und dann, ja, ist es halt so. Was gibt es noch? Es gibt etwas sehr Interessantes. Das werde ich euch in meinem nächsten Video auch zeigen, wie das geht. Und zwar hier seht ihr schon, das ist mein Spielerkopf. Tja, wie ist das möglich? Ein Spielerkopf in der Minecraft Pocket Edition. Das geht tatsächlich nur auf dem Computer. Ich werde euch auch, wie gesagt, in meinem nächsten Video zeigen, wie man das macht. Also ich habe hier jetzt halt mehrere Köpfe, also zwei verschiedene Köpfe in meinem Inventar. Das ist einmal der Kopf von mir und einmal der Kopf von ZNTEX HD2. Ich kann die auch beide mal hier hinsetzen. Einmal meiner, einmal der von ZNTEX HD2. Aber ihr seht auch schon hier unten, hier steht Zombie-Kopf und hier steht Creeper-Kopf. Und ich denke, ihr könnt euch schon denken, was denn da genau los ist, wie das denn funktioniert. Ja, ich würde sagen, ich zeige euch, was es sonst noch gibt. Also ich glaube eigentlich, mehr gibt es gar nicht so. Ach so, doch, ja, stimmt. Und zwar schaut mal, wenn ich hier auf dieses Grundstück gehe, seht ihr unten, also ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, hier unten steht Grundstück von Flussküste 1645. Über der Inventarleiste. Seht ihr das? Hier unten steht Grundstück von Flussküste 1645. Und ja, es gibt hier ein paar Grundstücke. Also es ist noch nicht bei allen Grundstücken so. Aber bei den meisten ist es halt so. Oh, jetzt ist ZNTEX HD2 gekommen. Ich schreibe mal hi in Chat. Hi. Miezefluss hat mir sein GS geschenkt. Du musst den Namen wegmachen. Mach ich später, bin in der Aufnahme. So. Also ich habe jetzt geschrieben, mache ich später, ich bin in der Aufnahme gerade, also ja, ich nehme halt gerade auf einfach. Der ist mit dem Grundstück vom Fluss. Ja, ich weiß, da gab es vor der Aufnahme, ja, gab es halt so ein paar Probleme. Ich könnte auch dem ZNTEX HD zweimal zeigen, mit dem Kopf das. So, ZNTEX HD2. Ja, das ist sein Kopf. Ja. Gut. Dann, glaube ich, war es das erstmal mit den neuen Sachen. Ich habe keinen. Ja, musst du auch nicht. Also, das war es jetzt erstmal mit den neuen Sachen. Ich kann jetzt auch erstmal ein wenig hier in dieser City-Build-Welt spielen. Ah ja, richtig, hier, XXX, Adidas, XXX, okay. Kann ich mir merken. So, ich habe jetzt gemacht, also hier seht ihr auf jeden Fall, wie das funktioniert, dass wenn man auf das Grundstück drauf geht, dass dort dann steht Grundstück von Spielername. Also hier ist halt Titel at A, R gleich 10, das bedeutet alle Spieler in einem Radius von 10 Blöcken. Action Bar. Das bedeutet, dass es dort unten angezeigt wird. Und dann hier der Text einfach. So, geh mal weg. Geh doch mal weg. Geh doch mal weg. Alter, geht weg.
So. So, jetzt ist es gemacht. Ja gut. Also, wegen den Köpfen, da könnt ihr euren Skin per Privatnachricht schicken. Und es da halt dazu schreiben. Ja, kostet... Was soll das denn kosten? So ein Kopf... So, ist bestimmt... So, 2 Stacks Emeralds? Ja, 2 Stacks Emeralds. So, gut. Da bin ich mal gespannt, was er jetzt sagt, ob er den wirklich haben will oder ob er lieber die 2 Stacks Emeralds hat. Nee, okay, er hat keine 2 Stacks Emeralds. Kann ich auch machen, geht auch 5 Stacks Dias. Adidas, ja, aus Namensweise. So, die wollen jetzt alle die neuen Köpfe kaufen. Also, es gibt halt meinen Kopf und den von ZNTEX HD2. Okay, warte kurz. Gut, ich komme mal zu dem. Okay, jetzt geht er weg. Na, super. Ja, wo ist der jetzt? Ich tippe mich mal. Nein, nicht zu ZNTEX HD2. So. Ich hole die aus meiner Ender-Chest. Okay. Okay, er wollte den von ZNTEX HD2. So. Ja, viel Spaß damit. Okay, dann würde ich auch schon sagen, das war's mit dem heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Und auch gerne ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und ciao.